Na? Oh, eins ist fertig. Fenders Dossier. Ich hau mal alles raus. So. Alles rausgehauen. Sektor. Nee. Seh mal vor. Da. Boreas. Wilden 20er. Ich mach das wieder. Ich mach das wieder alles nach und nach. Sonst komme ich eh durcheinander. Der Erdrutsch. Das ist da oben. So, was haben wir hier? Semaphor. Im Golfplatz. In dem Strom. In der Feldhütte. Käufer. Gott. Achso. Gerade sagen, was ist denn da eben aufgepoppt? Stockholm? Meine Güte! So, ich hoffe, jetzt habe ich alles. Okay, das Gewölbe. Nein. Killerwal, okay. Killerwal. Weichensteller. Wo ist denn die Lochkamera überhaupt? Da. Also der muss doch schon mal in diese Richtung. So, machen wir hier weiter. Der Nukleus und... die Finder. Der Nukleus und die Finder. Bin ich jetzt total blöd? Die Finder. Ich finde den Nukleus nicht. Gut, machen wir hier weiter. Göttin. Haushofmeister. Und Killerwal. Ich dachte, ich hätte das schon mal gelesen. Killerwal. Doch da, tatsächlich. Okay, dann das Gewölbe. Nope. Und Weichensteller finde ich auch nicht. Dann machen wir damit die große Welle. Die große Welle. Die Madrat. Die Matrize. Matrize. Die Matrize.
Organspender im Einsatz. Irgendwie fehlt mir hier doch was. Kann doch einer sagen, was er will. Stimmt, versteckt. Die Argusaugen, die Diffusion. Diffusion. Wo war das? Da. Argusaugen. Gaunerpriester. Wasserrand. Kopfjäger. Teergrube und Heimwerker. Heimwerker habe ich doch auch schon mal gesehen. Da. Gegenstrom, Solipsisten, Stockholm. Schnelllader und Quecksilbergeschosse. Oh Gott, das will jetzt geht's los. Hauptsache, Hauptsache. So, was haben wir hier? Zentrum infiltrieren. Und so ihre Pläne vereiteln. Zelle observieren. Wir infiltrieren diese Zelle einmal. Habe ich da spezielle Menschen für, die das können? Gespenst! Und nehmen wir noch Beamer mit, die ist in der Nähe. So, hier dasselbe, nee, hier dasselbe nicht. Observieren. Haben wir da spezielle Menschen für? Nein. Aber aufklären kann man ja mal. Versteck von Wendehals folgen. Die im Versteck von Wendehals gefundenen Dokumente enthalten Missionsdetails und Informationen über das militärische Weltraumprogramm der Sowjetunion. Erstens. Sowjetischer Militärwissenschaftler Igor Ustinov, Deckname Polius, der eine Informationsquelle über das Weltraumprogramm sein könnte. Zweitens, Potenzial für einen erfolgreichen Datenauszug über das Leonidas-Programm im Wendehalsakte erwähnt. Kopfgezogener oktagonaler Lauf. Pleschek, Sondermission. Vier Leute müssen dahin, okay. Durant, Zark, Ghost und Deadpan. Die werden da hingehen. Und dieses Mal werde ich sie davor mal ausrüsten. Deadpan. Rauch, Erste-Hilfe-Kasten, schwere Weste. Das sieht sehr gut aus. War das Ghost, Zark? Ich kann mir auch nichts merken. Durant, Zark, Ghost und Deadpan. Ghost, Zark und Durant noch. Ghost ist einigermaßen ausgestattet. Kann ich nur irgendwas gebrauchen? Ja, eine Wumme hier. Eine schöne Schrotflinte. Schnellplatte. Ja, Schrotflinte schnell nachladen ist natürlich eine gute Sache, ne? Und mehr Schaden machen. Oder Gummigeschosse. Ziele verlangsamen. Nee, Schaden. Schwere Weste. Haben wir da mal was Neues? Moloch, Panzerungswert 40. Nicht schlecht. So, du bist im Nahkampf. Dann nimmst du natürlich die klassische gute Splittergranate und Gas. Ja. Also Ghost ist eine klasse Nahkämpferin.
So, Sarg ist noch dabei, die hat eine RP4. Mit Panzerbrechend und mit Reißzahn und Schalldämpfer. Rauchgranate und eine Attrappe. Faustkampfexperte. Nimm sie mal Dietriche mit. Rauchgranate. Getarnte Mine. Weißt du was? Die probieren wir mal aus. Sag Durant. Der hat eine MP5. Kann aber auch noch was Großes mitnehmen, gerne. Dann nimmt er da auch die, die panzerbrechende Munition. Auch eine Schnellplatte. Zack. Durant, wie sieht das hier aus? Ja, du brauchst auch keinen Erste-Hilfe-Kasten. Du kriegst eine Attrappe. Ach, auch kann er das so wertvoll. Also Durant habe ich. Sarg. Ghost. Und der gute Abdul. Ja. Der die schlechteste Waffe von allen hat. MPK. Einen erhöhten Panzerungswert. Ich werde das mal machen. Wird Abdul eben mal trainiert. Der muss mal eine bessere Waffe bekommen. Mir, das geht ja gar nicht so. Müssen wir halt mal eben ein bisschen was verkaufen. Eine PPK. Eine Kors, kann eh kein Mensch mit umgehen. Dann brauchen wir noch wen anders jetzt. Meine Güte, ist das gar nicht so leicht. Ich könnte Warren oder Morene. Morene ist MG, das haben wir schon. Warren. Warren kann mit einer Steyr umgehen. Nehmen wir den mal mit. Toxische Munition. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Zack, noch einen guten Lauf rein und dann macht das richtig Spaß. Und dann kriegst du noch eine kleine Mac mit Schalldämpfer. Dann machen wir hier die Panzerbrechende. Machen wir da lieber die giftige rein. Das Ding werde ich sonst eh nicht mehr los. Du kannst ziemlich weit laufen, das ist gut. Kannst du sonst noch was? Ja gut, du musst jetzt aber erste Hilfe mitnehmen. Und eine Rauchgranate. Gut, dann gehen die jetzt die Sondermission machen, in der Hoffnung, dass nichts passiert. Ja. Potenzielle Verstecke werden öfter verfügbar. Infos ohne Ende. Hier ist ein Informant, in Ordnung. Von Cherabosch hier mal rüber. Von Novosibirsk muss mal einer zurück. Von Beirut.
Von Bordeaux, hier auch von Bordeaux. Achso, Pfälzerstube. Pfälzer, ja. Ach, da fehlt noch einer. Das ergibt sich genug Geld. So, Kobi-Chef haben wir jetzt aufgeklärt. Das heißt, die Zelle können wir auch infiltrieren. Das machen die beiden mal. Verschwörung. Plaschek. Unsere Agenten haben die Archive vor Ort gründlich durchsucht. Sie sammelten eine Menge vielversprechendes Material, das zum Abgleich mit den Informationen aus Wende als Akte dienen kann. Und dadurch haben wir jetzt die Unidas Reiseroute. Eventuell etwas verbessern können. Ich gehe da gleich mal rein in die in diese Geschichte da. Wo war noch? Oh, der richtige sogar da, Imperium. So, Verschwörung. Fortuna! Vom Mossad. KGB ohne Waffentraining. Nice. So, Fortuna wird doch erstmal verhört. Wolke. Was können wir noch in der Werkstatt machen? Bis ein Informant Dokumente enthüllt. Ja, warum denn nicht? So, der gute Deadpan wurde mal aufgerüstet. Der kann jetzt eine vernünftige Waffe bekommen. Und zwar kann er sich jetzt endgültig mal von seiner BM verabschieden. Kann auch eine 44er nehmen jetzt. Schöne MPK. Und eine 44er mit Schnelllader. Das heißt, dann macht er richtig Party mit. Gewehrschalldämpfer. Gezogener Lauf und Reißzahnmunition. Sehr gut. Thank you.
So, hier ist ja wieder einiges los. New Orleans, nee. Einer muss von Montreal mal mit rüber. Und hier unten müssen auch zwei hin, von Dubrovnik. Dann haben wir da oben noch was, Pleschek. Ja, da waren ja einige Leute jetzt frei. Hier ist eine Verschwörung. Die muss verhindert werden. So, die beiden haben eine Operation gestört. Und ich guck mal, ob ich jetzt hier ein bisschen was herausfinden kann. Achso, Organisation. Die Prediger. Von den Pflückern. So, ich bin hier schon fertig. Da irgendwas von? Nee. Und hier? Auch nicht. Die Aufseher. Zweitmat und Shogun. Auch nichts davon dabei. Dynamo-Raum. Oh, das ist auch wieder da hinten. Okay. Na denn, gehen wir doch mal rüber. Verwirrend. Auch die spielen damit rein. Opus Dei, das Gewölbe, okay. Die Prediger, das ist hier. Patriot, Aalsensor. Nix. Babytreiber, das habe ich gelesen. Das ist hier. Und die Triaden, okay. Das Substrat. Das Lokal. Havanna, Macht. Hier ist Havanna. Machthaber habe ich noch nicht gesehen. Der Brunnen. So, die Pflücker. Das Talentbüro. Leslie.
Shogun, das habe ich doch schon mal gelesen. Oh Gott. Der Brunnen, die Chilenen. So, den Pflücker haben wir schon mal. Und was haben wir jetzt hier? Die Prediger. Patriot Aalsensor. Die weiße Fahne, das Rasthaus und die Aufseher. Fallrohr Leslie, die Abhörkammer. Substrat, das habe ich da irgendwo gelesen. Da hinten. Nacktschreiber, Schwarzdorn. Die Bohrinsel. Haben wir das Lokal irgendwo? Washogun haben wir. So, ich muss das Versteck verlegen. Ja, Port-au-Prince. Hätte ich auch Montreal gehen können. So ein Mist. So, ich habe kein Geld mehr. So, Projekt Eisberg. So, sämtliche Projekte sind fertig. Die mache ich jetzt auch noch fertig. Der Tiefsee. Der Nachtwache. Die Tiefsee von den Pionieren. Cujo. Die Rohlinge. Rockstar. Und Antenne. So, gucken wir mal, was haben wir hier noch? Streuner von den Rohling, Brandstifter, San Diego. Dem Lokal. So, erstmal eben San Diego finden. Wie es grün angezeigt wird, ist mir ja jetzt erst aufgefallen. Das ist ja doof, da kann ich ja einfach suchen.
Und ich suche das immer von Hand. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. So, mal eben gucken. Ich glaube, ich bin fast schneller so als anders. Das Problem ist nur, so finde ich halt mehr auf dem Mal, ne? Philipp Bunke in Folge 71 raus. Wie, die haben verschiedene Farben. Ja gut, lesen kann ich ja auch noch. Das ist ja kein Problem. Das mache ich ja auch zwischendurch. Da ist Antenne. Das Lokal. Hier ist die Teergrube. Conquistador habe ich da auch schon mal gelesen. Genau hier drüben. Die Pioniere. Informant, die Tiefsee. Da ist die Tiefsee. Die Pioniere. Wo war das denn? Da. Informant. Die blauen GIs. Spitzenwerfer. Gift-Efeu. So, und hier haben wir ja noch ganz viel. Die Big Band. Das Trance-Paket. Was ist das denn? Wieso fehlt denn hier jetzt was? Bin ich jetzt blind? Was fehlt denn hier jetzt? Was haben wir denn hier? Blauen GIs, Informant. Das sind die einzigen, wo noch Wörter sind. Oh, ich bin blind. Nice. Papst. Noch so ein Spitzenwerfer. So, erstmal so ein bisschen selber gucken. Mich dünkt, von da oben kommt schon mal nichts mehr. Streuner, das ist doch schon mal was. Und Thronfolger, das müsste ich auch schon mal eben finden. Thronfolger, Thronfolger, Thronfolger.
Wo ist denn der Thronfolger? Da. Ach, den habe ich schon. Okay. Das Labyrinth. So, einen Thronfolger haben wir schon mal. Jetzt kommt aus der Streuner, Nachthund und die Tiefsee. Spitzenwerfer, da haben wir noch Spitzenwerfer. Wow! Ja, die Teak, die scheint ja gar nicht so schlecht zu sein. Mein lieber Mann, ich habe kein Geld. Schneider. Oh, die konnte aber auch was. So, und die Leonidas-Reiseroute, die fehlt noch. Oh Gott. Ort. 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 Drei, echt? Wunderkind, der alte Mann, wagemutigen Dividende, das Rot-Schwarz. Muse für die Pestärzte, Flieger. Wo ist denn jetzt Omsk? Dem sturen Esel. Das Kubischef. So. Oh Gott, das wird echt nicht besser hier. Nicht was filtriert Wasserung. So, okay, Wasserung. Geht es auch so gucken?
Ich habe es jetzt einigermaßen in Reihe gemacht, damit ich das mal alles so auf Anhieb finde. Das geht nämlich einigermaßen schnell. How can we make sure the nukes are neutralized? Fire them or burn them. Burn them. I like that. How can we bring Almaz down into the atmosphere? That would require special command codes, Chief. Can we fake them? It'll take some work, but yes. Then you have your work cut out for you. Enjoy. Nice. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.